Was sollen wir etwa den Rest unseres Lebens im geisteskranken Märchen eines anderen fristen? Besser die Wahrheit als ein lächerlicher kleiner Traum. Wenigstens ist es unsere Wahrheit. In Ordnung, ich schau mir die Kutte an. Warte mal, du kannst doch nicht einfach reinlaufen. Sie ist bewacht. Sehr, sehr gut bewacht. Hast du irgendwelche Ideen? Don't really leave their posts. Unless the hunters are back with fresh meat. But they've got a schedule. They come and go as they please. Die Wachen verlassen eigentlich nie ihren Posten, es sei denn, die Jäger kommen mit frischem Fleisch zurück. Aber sie haben keinen festen Zeitplan, die kommen und gehen, wie sie wollen. Damit werde ich fertig, vertrau mir. Na dann, bleibt mir ja nichts anderes übrig, oder? Aber viel Erfolg, ich warte auch auf dich. Und wenn sie auch dir eine Rune verpassen, dann versuche ich einen Weg zu finden, dich wieder in Ordnung zu bringen. Versprochen. Ja. Oh, auf Xoti ist auch immer noch ein Fluch. Und auf dir ist auch irgendwas. Akimias wundersame Folterung. Wieso ist das auf dir gewirkt? Naja. Was sagt das Questlog jetzt dazu? Geisterparadies. Kupferkopf hat mir verraten, dass er glaubt, dass jeder in diesem Dorf den Eindruck hat, ein lebender Gestandener zu sein. Irgendwie blockiert der Helm, den er gefunden hat, diese Magie, deren Quelle sich an der Spitze des Turms in der Dorfmitte zu befinden scheint. Ja, ich habe den eingelegten Aal geleert und kann jetzt eigentlich die mehrgepeitschte Krypta eindringen, um zum leuchtenden Vorsprung zu kommen. Ja, Völker, unbekannt 100%, weil hier alles nur Tote sind. Ich könnte hier Vorräte kaufen. Aber nichts Brauchbares. Außer dem Ghoulhautsegel. Was sagt denn so meine Reputation? Dass mich die Prinzipien ganz gut leiden können. Die Huana ebenfalls. Ja, dass ich sehr rational bin, kein bisschen grausam, dass ich ein bisschen zwielichtig bin, warum auch immer. Ach, und dass ich auch sehr gütig bin. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal diese Krypta an. Was soll schon passieren, außer dass uns Vampire aufessen? Ich meine, die normalen Untoten sind nicht so das Problem. Wir sind jetzt gerade ganz gut mit denen fertig geworden. Hauptproblem sind die Vampire. Gut, Seraphim kann einzelne Vampire für uns kontrollieren. Eindringling, alle Mann zu den Waffen. A ship who comes to muddy the light. Time to separate the chaff. Hogwash! Okay, ja, wie gesagt, ein einzelner Vampir ist jetzt nicht so das Problem. Dass da oben noch ein zweiter ist, das ist schlechter. Oh,
Einer ist gut, das sind zwei. Oh, Xodia ist betäubt. Stay with us. Everything hurts. Ganz ehrlich, Rückzug. Ich muss eh irgendwann nochmal in das Gebiet hier unten zurück, um mich mit dem Vorboten auseinanderzusetzen, wenn ich so zwei, drei Level-Ups gemacht habe. Also werde ich mich auch erstmal von hier fernhalten. Ich werde lieber mal gucken, dass ich mich um andere Sachen kümmere. Zum Beispiel habe ich noch ein Kopfgeld, was ich gern einstreichen würde, bevor ich nach Nekataka zurückkehre. Und dann gucken wir mal, dass wir in Nekataka weitere Sachen erledigen. Zum Beispiel mal ein paar Worte mit der verrückten Moria wechseln. Und dann sollte ich vielleicht mich mal um die Sklavenhändler in Stauholz kümmern. So, was sagt die Karte? Rumsprungkapitän, Todesfeuerhändler, Todesfeuerhändler. Quaro, Tisilla. Was für Kopfgelder haben wir? Die Scylla, da ist sie doch, die. Und Kornu, Kornu war das hier? Nein, das ist Quaro. Meister auf der Wuana Kapitän, die Scylla. Todesfeuerhändler. Mürrischer alter Vorwind. Nö. Auch nicht ganz so wirklich. Also ja, gehen wir mal von oben nach unten die Kopfgelder durch. Die Scylla haben wir gerade gefunden. Kornu. Nördlich von Nekataka, südlich von Sayoka. Den haben wir noch nicht gefunden. Wen? Ist östlich bei der Inselkette, wo wir eh hinkommen. Alissa, Wellenskipper können wir abgeben. Tae können wir abgeben. Admiral Imp ist am Ankerplatz. Ist in Schlangenkrone. Das waren alle die Sachen für Ach, das ist Krummsporn. Okay, da wollen wir eh hin. Katrin reist zur Heiligen Treppe und tötet Katrin. Das ist wieder von Dizeral. Ja, Dizeral, da haben wir ein paar, drei Stück, glaube ich, oder vier sogar. Rest der Toten und das da ist auch abgeschlossen. Also ja, können wir mal die Scylla abschließen und uns dann nach dem weiteren umsehen. Weil mehr habe ich gerade auch nicht. Oh, wir halten vorher mal in Tikawara. Und in Tikawara, wenn wir dort sind, werde ich mal meine Crew umstrukturieren, dass wir weniger Vorräte verbrauchen.
Weil die beiden von den Warteplätzen kann ich rausnehmen. Ja, wenn wir wieder in der Kataka sind, dann heißt es auch mal wieder unser Inventar entrümpeln und ordentlich Geld machen. Wir haben nämlich so viel gerade außergewöhnliches Zeug, was wir verkaufen können, dass wir gut an Geld kommen sollten. So, ich bin in Tikawara angekommen. Du musst zur Werft in die Kataka, okay. Auch gut. Als die im Hafen näherst, hört man Stimmen, die das Rauschen der Wellen übertönen. Anscheinend hat sich das ganze Dorf versammelt und viele von ihnen scheinen nicht glücklich zu sein. Eine wütende Menge im Nichts, das kommt mir bekannt vor. Sie streiten miteinander und deuten immer wieder in die Ferne. Sobald du dich aber näherst, wenden sie sich um und starren dich an, ihre Augen weit aufgerissen vor Unruhe und Erwartung. Die Menge teilt sich für den Ranga, dessen Grinsen so breit ist wie seine Schultern. Storms disappear. And with them a great cloud of essence. Der Sturm legt sich und damit eine große Wolke Essenz. Er bebt vor Wut. Fishermen tell me your ship alone sailed from the island. Meine Fischer haben mir erzählt, dass dein Schiff von der Insel aus gesegelt ist. Er streckt den Finger anklagend aus. Ja, die Defiant ist meine Heimat, nicht einfach nur mein Schiff. Do not dance around the matter, I say. Wenn nicht um den heißen Brei herum, würde ich sagen. Now there will be no port to feed us. No valiant soldiers to defend us. For what did you ruin us so? Jetzt gibt es keinen Hafen, um uns zu versorgen. Keine Soldaten der Valianer, um uns zu verteidigen. Für was hast du uns so ruiniert? Der Adra muss zerstört werden. Dein Volk muss seinen eigenen Pfad folgen, nicht dem der Valianer. Die Valianer brachten den Handel Wohlstand. Jetzt, es wird niemand kommen. Er schluckt und sieht die anderen Dorfbewohner an. In seinem Blick liegt etwas Verlorenes. Dann ziehen wir weiter. So haben wir es immer gemacht, Ranga. Die junge Priesterin an der Seite Ruanas tritt nach vorn. Ihre Schultern sind hoch erhoben. Was haben die anderen Fremden uns gebracht, außer Tod und Leid? Sie hebt ihre Stimme und die um sie herumstehenden Personen spitzen ihre Ohren. Der Zwerg am Rand der Menge scharrt mit den Füßen. Ruano, Aimiko, thank you for your kindness. But it is time I moved on, no? Ruano, Aimiko, danke für deine Freundlichkeit, aber es ist an der Zeit, dass ich weiterziehe, oder? Er wirft dir einen hoffnungsvollen Blick zu. Der Ruano verzieht sein Gesicht angesichts dessen leicht finster und wendet sich dann an dich. Wenn das alles ist, sollte ich gehen. So long as I am Ranga, you will find no shelter here. No welcome at any hearth in Tikawara. Solange ich Ranga bin, wirst du hier keine Zuflucht finden. Kein Willkommen an einem Herdfeuer in Tikawara. Our people will bury your tracks with sand. You will be less than the lowest of us. Unsere Leute werden deine Spuren mit Sand bedecken. Du wirst weniger wert sein als der geringste von uns. Er sieht den Rest des Stammes mit einem stechenden Blick an, als er diese Worte ausspricht. The shrine must shelter any traveler Amira's winds send to us. Our guest will be welcome there. Der Schrein muss jeden Reisenden aufnehmen, der Amiras Winde zu uns geweht, den Amiras Winde zu uns geweht haben. Unsere Gäste werden dort willkommen sein. Ira nickt ihr leicht zu und ignoriert den sich verfinsternden Ausdruck von Ruano. You know the ways of the gods. Du kennst die Wege der Götter. Winkt mit einer Hand. Ruano grunzt und hebt einen Arm, um die Worfbewohner zu entlassen. Oh, that could have gone better. And much, much worse. Das hätte besser laufen können und viel, viel schlimmer. Die anderen nicken und entfernen sich wieder. Man hört ihr Murmeln, als sie sich im Dorf verteilen. Ja. Hat mir das jetzt Plus- oder Minuspunkte bei den Ruanern eingebracht? Bis jetzt gar nichts davon.
Tikawara-Dorf bin ich jetzt bei 3. Hm.